Hallo, servus, grüß euch, ich bin's wieder, Pato. Herzlich willkommen zur neuen Challenge, Freunde. Heute wieder Back zur Vergangenheit. FIFA 14 haben Tommy und ich ausgepackt für euch. Mann, wir haben kurz einmal was getestet. Ich vermisse das Spiel irgendwie extrem. Es schaut komplett optisch schon alleine extrem gut aus. Freunde, wie das der Videotitel schon sagt, mein Auge juckt. Wie der Videotitel schon sagt, alles auf 99. Freunde, wir haben unser Team komplett auf 99 gestellt. Außer der Torwart, der ist die 1. Ja, wir wollen ja natürlich auch ein paar Tore sehen. Aber alles auf 99 wird richtig, richtig mächtig. Gegen FC Barcelona werde ich spielen. Ich glaube, da war Neymar noch nicht einmal dabei. Wird richtig, richtig lustig, richtig, richtig spannend. Ich hoffe, euch wird das Video gefallen. Natürlich ist der Link zu seinem Kanal in der Videobeschreibung. Ihr könnt das erstens mal aus seiner Perspektive sehen und zweitens einmal abonniert ihn einfach. Das würde mich richtig, richtig freuen. Mit ihm mache ich gerne Sachen, auf ihn kann ich mich immer verlassen. Ein Mann, ein Wort, also wir machen sich einen Termin aus und sofort geht das los, ohne Wenn und Aber. Also meine Freunde, genug gelabert, ich lade ihn jetzt sofort ein, also bis gleich. So, da ist der Brazuca, Domi, der Kackwurst, die Couch. Los, komm, hol der Barcelona, alte, alte, vamos, let's go, du bist abgeschlachtet. Hala Madrid, mein Freund, fuck man. Okay, Freunde, lehnt euch zurück, das wird mega lustig. Also wir haben das beide schon extrem lange nicht mehr gespielt. Guckt euch die Animation an, mir gefällt das irgendwie. FIFA 14, richtig geiles Spiel gewesen. Ich glaube, FIFA 13 war das Beste. FIFA 14 war aber auch nicht schlecht. Okay, Freunde, alles auf 99, El Clasico, Real Madrid, Barcelona, Pato gegen die Couch. Let's go! Fuck man, wie schwer ist das zum Lenken? Wie schwer? Luka Modric, geht schon! Ball stoppen, renn, nein! Oh, Elfmeter endlich, hallo! Oha, das ist richtig schnell, das geht alles richtig! Boah, geil, nein! Und schieß dabei! Der Schuss schaut ja mörderisch geil aus! Geht schon, komm! Und noch einmal drauf! Fuck, shit! So, jetzt gehen wir durch den nächsten Lock schon. Scheiße, fuck, das ist ja wie tot am Schießen. Nein, wer ist das? Suarez? Suarez? Hä? Was macht Suarez? Spielt Suarez schon 2 Jahre bei Barca? Seit wann spielt... Was? Keine Ahnung. Fuck, ich hab mich verdrückt, ich muss ja vergessen, dass es so schnell geht. Neymar, Mann, wie kommst du daher? Neymar, geh doch zu Santos zurück, hallo. Fuck, das geht alles so schnell, man kann nicht mal skillen, man kann gar nicht. Nein. Ja, sicherlich. Aber jetzt muss es das Tor sein. Jetzt muss es das Tor, oh mein Gott, hallo, der hat 1 Bewertung. Mann, irgendwann muss doch das erste Tor her, hallo. Oh, fuck, fast. Nein, fuck, oh Gott, das ist richtig schwierig. Nein, fuck, Freunde, 0:1, liege ich hinten, Puyol, die Legende. Hallo, servus, grüß dich, du kleiner Lockenkopf. Fuck, shit, ich kann nicht mal skillen, weil das alles so schnell geht. Oh, fuck. Klassiko, hallo, gib mal den scheiß Ball. Leonhard Messi. Oh mein Gott, 0:2, verfickte Scheiße. Was mache ich jetzt? Oh Gott, Freunde, ich muss aufholen. Aber jetzt, Ronny Waldi, zieh doch ab, aber ins Tor rein, du Zigo. Ja? Ja, danke schön! 1:2, ich freue mich so, als hätte ich gerade Champions League gewonnen. Mann, lass mir wieder die Haare kürzer schneiden. Oha, das geht alles so langsam, Freunde. So, aber jetzt Cristiano, oh mein Gott, verfickte Scheiße, jawoll! Was war jetzt? Mann, was war jetzt? Offside, Mann, shit.
Das wäre ein schönes Tor gewesen. Heute, meine lieben Freunde, 1:2 für ihn. Shit. Aber ich will das Klassiko gewinnen. Ich habe auch mehr Schüsse. Also Freunde, ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst schon mal einen Daumen da und guckt bei ihm vorbei. Let's go. Wer ist das? Ja, sicherlich. Oh, fuck, du schon wieder. Wer bist denn du? Fuck, nein. 1:3, wie scheiße ist das? Ja, lach nicht so blöd. Du Messi, du Leonhard, du Scheiße. Du Flo, du. Nein, nicht schon wieder Leonhard. Leonhard, gehoh. Der 1er-Torwart, super. Warum tue ich mir so schwer? Ja, nein. Boah, jawohl, 2:3, war das Ronny Waldo, war ja das, jawohl, die Katze, nein, oh Gott, fuck, super Quattro, gosh, shit, aber jetzt muss der rein. Angel Di Maria, ich vermisse dich so sehr, Angelito. Super gemacht, der Ausgleich. Einmal kurz Wiederholung, shit, eigentlich hätte der schon drinnen sein müssen. Und da rennt er mit Vollgas 99. Jetzt aber, der Next Ball, und das ist die Führung. Doch nicht, aber jetzt, nein, shit. Nein, das ist ein Konter. Ui! Shit, fuck, was soll das, Mann? Was war das für ein Fail? Biste, was soll das? Alles klar, natürlich, Iker Casillas springt nach Hause, oder was? Oh, und jetzt, der Ball muss daneben, was ist das, Mann? Was? Ja, sicher, dort direkt, scheiße, Ika. Boah, super gemacht. Er fliegt einfach hin. Langer Pass, der war ja richtig overpowered. Warum ist sein Torwart so gut? Scheiße. So. Jetzt aber, 4:4. Ronaldo. Ich weiß gar nicht, auf welche Position er gerade spielt. Ich habe zweimal schon die Aufstellung geändert. Ja, das war eine ganz klare Sache, nehme ich mal an. Ja, er wollte mich halten, aber ich habe mich losgerissen, like a boss. Ja, und dann habe ich einfach den Tor reingeschoben, verstehst du? Nein! Oh mein Gott, geh weg! Oh, fuck. Oh, ja sicher, habt ihr das gesehen, oh mein Gott, jetzt wird der Sieg, jetzt hole ich mir den Sieg, ich stopp den Ball, ja, er stoppt mich, 90. Minute, oh fuck, no, nee, shit, Leonhard Messi schiebt trocken ein. 4:5 verliere ich wahrscheinlich. Scheiße, fuck. Ich wollte einfach zu viel. Okay. Mann. Ja, er macht die Scheine lange Ball. Er hat Stellungsspiel, 0, irgendwas, dieser Ika. Ist er auch, glaube ich, daneben gesprungen. Schauen wir mal. Ja, sicher, na klar. Reaktionsfähigkeit wie ein kleiner Schlafkuss. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, aber ist ja klar. Bitte lass ein Foul sein. Foul. Scheiße, Freunde, das Match ist vorbei. Ich habe das Klassiko 4:5 verloren, aber probiert es einfach aus, egal welche FIFA-Serie. Es ist richtig lustig, ganz ehrlich. Oh mein Gott, also das war, ja, FIFA 14. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass wir das mal wieder spielen konnten. War zwar nicht normal, aber trotzdem war richtig, richtig lustig. Ich hoffe wirklich, dass euch dieses Video gefallen wird. Ja, ich komme leider nicht zur Statistik, aber als er die Aufstellung oder irgendwas neu gemacht hat, hatte ich über 22 Schüsse. Ich hatte 5-6 Schüsse mehr als er. Also ja, ist ja auch geil. Ist ja wurscht jetzt eigentlich. Er hat gewonnen. Glückwunsch, du Kackwurst. Du kleiner Pflegefall, du Patient. Okay, passt. Alles Liebe wünsche ich euch, Freunde. Guckt jetzt die Statistik. Wow, super. Dicken Kiss an euch. Ciao. Bye. Ciao.